So, das war gerade der Fuchsi, Leute. So, und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Also, Peace, Leute, und was geht ab? Und willkommen zu Adem Bros. Ja, Leute, und das Video. So, jetzt reden wir darüber. Ich habe mal auf meinen Kanal draufgestellt gehabt, gell? Na? Was ist das? Ja, Leute, ich habe mal auf meinem Kanal, wisst's noch, Leute, das hat schon fast 130 Aufrufe, versteckt eh noch. Ja, Leute, wir haben ja drüber mal geredet gehabt, Gott, da habe ich mal drei Teile gemacht. Teil 1, Teil 2 und Teil 3. Bis Teil 3, Leute. Und morgen fahren wir wohin? Wir fahren nach Amstetten, Leute. Ich mit der WG, also nicht mit der gesamten WG. Also ich, eine Betreuerin, die Petra ist eine ganz Liebe. Habe ich auch schon gesehen. Also die Mitbewohner, was da wohnen, die und mein Mitbewohner, also, na Leute. Ja Leute, wir fahren morgen nach Amstetten. Also die eine betreuen, die Petra, ich und der Fuchsi. Den habt ihr am Anfang jetzt gesehen, bei einem Video, wo da ist sie auch gesessen. Das ist so ein Experiment gewesen, weißt du noch? Für 3 Stunden irgendwie, weiß ich für wie viele Stunden, vor wie vielen Stunden das war, da, also, ich weiß nicht für wie viele Stunden das nochmal war, wie lange kann ich zocken? Das wird's auch, Leute. Und Leute, jetzt reden wir ein bisschen weiter. Leute, gell? Ja. Na, egal ist, Leute. Wie gesagt, Leute, wir haben gesagt, ja, wie wir da weiter geredet gehabt, gell? Für mein Gaming-Zimmer. Es geht darum, wie geht es jetzt weiter mit mein Gaming-Zimmer? Für mein Gaming-Zimmer vorplanen und reden. Teil 1, Teil 2 und Teil 3. Ja, Leute, boah, ich weiß nicht, was mit mir heute los ist. das ist übrigens mein Play-Button. Mein selbstgemachter. Und ja, Leute, weil Teil 1 haben wir mal angefangen zum Reden, gell? Und wie gesagt, Leute, was findet ihr in dem Raum? Weil morgen fahren wir nach Amstetten und da mag ich gern. Alter, jag mich nicht. Leute, ich wollte nur sagen, wie ist das jetzt, wie geht's weiter mit meinem Gamingzimmer? Also, bei dem Raum habe ich mir gedacht, da rundherum, also, warte. Der Fuchs. Leute, schaut, wandert da oben rundherum, soll ich es von da,
So, von dort unten, rauf, rüber und runter. Was findet ihr besser? Bitte Leute, bitte Leute, bitte Leute, schreibt's jetzt unten in die Kommentare, bitte schreibt's in die Kommentare, bitte. Dann schreibt's bitte unten in die Kommentare. Wie ich sehe immer meistens, ich schreib's nicht, ich, hör auf bitte, Foxy. Wir schreien, wir ich schreib's nie fast in die Kommentare, nicht mal ein Kommentar, ein paar Videos ist nicht mehr ein Kommentar. Ja, Leute, und Leute, in den Raum sind wir fertig. Da kaufe ich, ich kaufe mal zwei LED-Ketten mit verschiedenen Meter, vielleicht mit längeren Meter, mit wo man durchschneidet in dazwischen, mit solche so Zahnstecker, das kennt sicher Leute, ja. Solche Zahnstecker, wo man die LED-Ketten so zusammenstecken kann. Wisst ihr Leute, was ich meine? Das sind so weiße Teile, wie so Zusammensteckteile. Genau. Aber darum, ich habe mir gedacht, in den Raum, aber da unten unter die Bretter, da kommt nichts. Nein, Leute. Oben und rundherum, ich habe mir eigentlich, ich weiß nicht, wie es besser ausschaut, Leute. Boah, ich hab Schnagel. Boah. Leute, wie schaut's jetzt besser aus? Oben rundherum, bitte schreibt's in die Kommentare. Weil sonst, ich kann mich selber auch nicht entscheiden. Weißt du, wisst ihr Leute, wie das ist? Ich glaube, ich mach's oben. Weil einer hat mal, beim Teil 2 oder Teil 3, bei Teil 2 war das, einer hat mal reingeschrieben, Atemprost, mach oben rundherum auf der Decke eine LED, hat er reingeschrieben, genau. Ich weiß nicht, wie es genau reingeschrieben hat, ist das geil. Ja, Leute, das Stativ ist schon kaputt, das ist dumm. Ja, Leute, wie gesagt, ich glaube, wir machen wir es oben rundherum, Leute. Was findet ihr? Lasst es ein Like da, wenn ich ich weiß selber nicht, Leute. Komm, schreibt es mir unten in die Kommentare. Vielleicht gehen wir draußen, da nochmal rundherum. Ah, Leute, da kommen wir gleich dazu. Da rundherum, ich glaube oben rundherum schaut schon geil aus. Was so runter. Ich weiß nicht, wenn das da so runter scheint, weißt du, das bunte, das LED, wenn das so beleuchtet ist. Aber so ist auch geil. Na, ich kann mich nicht hinschauen. Bei dem Raum schreibt es einfach laut rein, Atemprost. Schreibt es einfach rein, Atemprost. Kannst du bitte oben rundherum oder die Seite da von rauf rüber runter? Ja, ich weiß nicht. Ja, wie gesagt, ich weiß nicht. Und wir montieren, Leute, die Regale montieren wir, das kleine mal. Das ganz kleine, weiß nicht, aber das und das, die drei. Halt die vier. Und das ganz kleine weiß ich nicht. Da muss ich schauen, ob da kein Duft oder irgendwas draufstellen. Es nervt. Ja, Leute. Und jetzt kommen wir zu dem Raum. Ich weiß, ich mach so Zuckung. Ist blöd. Was ist das für ein Stativ? Das Stativ ist schon so kaputt, Leute, von meiner Handyhaltung. Ja, ich weiß nicht, was das hat, das nervt. Soll ich es oben rundherum da hinten machen? Aber das wären 8 Meter, boah, das wäre schon lang. Wenn man das wieder abmontiert, wenn Leute so. Ey, Leute! Warum machen wir es oben? Leute, da schreibt es auch unten in die Kommentare. Oben? Oder
unten am Boden. Ah, da ist ja, da geht sich nur das da aus. Schaut's, Leute. Warte, Leute. Das muss ich auch ausmessen. Das wäre fast ein Meter. Von da, so, dort drüber, bis zur Ecke dort, dann so dort drüber, dann so und bis daher. Ja, Leute. Hallo. Wie gesagt, oben oder unten in den großen Raum. Ich meine, und jetzt kommen wir zur Gaming-Ecke und dann noch zu dem Regal. Und dann haben wir schon. Ah ja, und Leute, und morgen. Ah ja, Leute, morgen. Da habe ich ganz vergessen, Leute. Morgen nehme ich euch mit. Da mache ich nur ein kurzes Video. Das schneide ich dann. Das tue ich dann extra. Da mache ich da in der WG, da mache ich da den Anfang des Videos, weil morgen, so am Vormittag, nein, ich glaube, wir fahren es so am Nachmittag, irgendwann am Nachmittag, morgen, so am Nachmittag, wir fahren morgen, so am Nachmittag in Amstetten, zum Mediamarkt gemacht, und da mache ich vielleicht die LED-Kette besorgen, in den Geschäft, ich hoffe zum Mediamarkt, wenn dann kann ich eine kleine Rundtour machen, durch die Laptop, die Apples, ein paar Laptops zeigen, Huawei MateBook X Pro zeige ich auch her, den mache ich mir auch kaufen, für mein Schneideprogramm, wenn ich mein Schneideprogramm ablotte, wisst ihr, wie ich mein, wenn ich mein Schneideprogramm hab, Filmmacher 10, weil wir am Anfang installieren, und, ja, und mit der Kamera durch den Schneiden bearbeiten, mit der Kamera mache ich Videos. Schon. Die kennt ihr schon, schaut, Leute. Und die kleine Kamera, mit der mache ich auch ab und zu Videos. Mit der ist auch das Stativ dran. Ja, Leute, und wie gesagt, patentisch. Leute! Soll ich oben runden? Jetzt kommen wir zur Gaming-Ecke, Gott, stimmt so. So Leute, das Ganze wird abgeräumt. Decke muss noch sauber, die muss ein bisschen ordentlich. Die muss ich halt ordnen und alles gut hin. Und schau, ich sag euch ehrlich, so ein Gaming-Schreibtisch. Weißt du, das ist so eine dünne Platte, weiß ich wie dick oder so dünn ist die Platte, so eine schwarze, so eine ganz schwarze, ich weiß nicht, welches Metall, das ist Metall oder so, eine schwarze Platte, den machen wir kaufen, und dann den Gaming-Schreibtisch mit Solan, den machen wir da herstellen, aber ich glaube, das wird nichts mehr. Leute, ich weiß, der ist alter Schreibtisch, der Sessel kommt weg, mit dem Sessel, ich habe auch leider kein Gaming-Sessel. Ein Gaming-Sessel kaufe ich mir nicht. Ich habe den, der ist egal. Den haben sie mal gespendet für mich. Und ja, Leute, jetzt kommen wir weiter da hier. Also da kommt alles weg, schau. Leute, da kommt der Monitor her. Und da kommt. Ja, Leute. Da kommt eins, da, schaut, Leute, die Tür, die mag ich mit so einem, da mag ich was draufkleben, ich mag eine Folie draufkleben, da muss ich noch schauen, oder ich klebe, ich mach mal selber, oder ich druck mal aus und ich mach mal von da oben so, bis das nur schwarzweg ist, das, nur die Schrift und alles, das schaut hier aus mit dem Bier, gell? Da kommt bis da herunter, auch so ein Bild, wo so ein Junge da sitzt und so mit bunten Gaming-Bild halt, ja. Und Leute, also da kommt das Gaming-Monitor hin. Warte. Ja, Leute, wie gesagt,
Da kommt der Monitor hin. Und Leute, ich spiele nicht über den PC. Nein, nein, Leute. Ich spiele nicht über den PC. Weil Leute, den PC, den kaufe ich mal später. Das Gerät, Bildschirm. Ich kaufe mir den Monitor, kaufe ich mal. Die Treppenstufen muss dann rot so abziehen, muss man noch schauen. Einen Monitor kaufe ich mal von meinem Mediamarkt, den günstigen. 140 oder 150, sowas. Und. Weil ja. Ja, Leute. Und ich spiele mit der Xbox, spiele ich immer. Mache ich meine Gaming-Videos und das Schneiden und Bearbeiten. Da gibt es ein Programm. Aber ich brauche erstmal ein WLAN da in der WG. In meinem Zimmer. Wisst ihr, Leute, in meinem Zimmer da in der WG, da. Brauche ich so ein WLAN-Gerät, so ein Router, das ist so ein zum Mitnehmen, wo man überall auch mitnehmen kann, wenn man auf einen Ausflug geht. Das geht mit Akku, Volllaufladen, das stellt man wohin, kann man überall mitnehmen. Ein WLAN, das geht auch sehr gut von Yes, irgendwann, ich weiß nicht welcher Betreiber, und ja, Leute, ich wollte euch nur sagen, na, ich wollte euch nur sagen, mit der Konsole spiele ich. Der Fernseher kommt so darüber geschoben, von da bis da, dass da noch so viel Abstand ist, und dass das Satellitenkabel stecke ich an, und ein Receiver habe ich auch, und ja, Leute, ich wollte euch nur sagen, ja, da kommt halt, der Fernseher bleibt schon, dadurch Fernseher noch, irgendwann. Schau ich meine Actionfilme und so. Und ja, Leute, und ja, Leute, und ich wollte etwas sagen, alle Leute, schau, das ist immer ein bisschen geblieben. Ich weiß, Leute, das Video dauert lang. Da kommt der Monitor her, der Bildschirm. Da kommt so eine Unterlage, die ist LED beleuchtet am Rand. Die Maus, die Tastatur, Bildschirm, Konsole kommt irgendwo dahin. Und die Kabel, der Ton irgendwo, muss ich noch schauen, wie ich die verlegen tue. Und Gaming-Ecke. Ja, Leute, ich wollte euch nur sagen, das war die Gaming-Ecke. Durch das eine Ecke machen wir selber mit so Gaming Booster, weißt du, das ist so ein, wisst ihr, Leute, das ist so ein Gaming Booster. Das ist so ein Pulver mit verschiedenen Geschmackssorten. Da mache ich auch mal Werbung drüber. Bei dem Video mache ich das mal. Und da, irgendwo da, oder da kaufe ich mal einen kleinen Kühlschrank, einen Mini-Kühlschrank oder in so ein Regal, ein eigenes. Ja, Leute, aber auf den Schreibtisch wird meine Gaming-Ecke. Also mit verschiedenen Geschmackssorten, ein Gaming-Booster und so eine Ecke, dadurch auch immer vermischen. Und Leute, ja, und das kommen dann noch zu den Regal. Und Leute, da ist der das ist der Schreibtisch, Gott, Schimpfseite, das ist der Schreibtisch. Und da ist der Schreibtisch. Was wollte ich sagen? Ja, da kommt alles, die Gaming-Ecke, und dann kommt ein Regal. Eins oder zwei kommen hin. Eins oder zwei. Und das war's mit der. Ja, das war's auch soweit mit der Gaming-Ecke. Ah, das wird jetzt vielleicht der letzte Teil von meinem Gaming-Zimmer berühren. Und dann, Leute, an den Tag, sag ich, mach ich gleich den Anfang, weil ich den. Von meinem Gaming-Zimmer den Rundtour-Video mache. Wenn ich endlich mein Gaming-Zimmer, wenn ich mein Gaming-Zimmer ganz picobello, ganz fertig habe, alles eingerichtet ist, dann kommt ein Gaming-Rundtour, ein Gaming-Zimmer-Rundtour-Video, und dann kann ich gleich einen Anfang, und dann kommen wir rein und dann tun wir alles genau filmen. Das wird ein Geist, Leute. Lasst ein Like dafür das. Und ja, Leute. Jetzt kommen wir noch zu den Regal. Was? Schaut, Leute. Wie wär's, wenn ich da eine LED-Kette drauf mache?
Wie wäre das, Leute? Schreibt es auch unten in die Kommentare, ab in die Kommis. Wie soll ich das machen, Leute? Soll ich nur, ich mache nur, ich wie viel Meter, wie viel glaubt ihr Meter? Schreibt es einfach bei den Holz, bei den, schreibt es einfach in die Kommentare, Atempros, bei den 3-Stufen-Regal, da, die, halt, zum Beispiel, da kommt die LED-Kette hin, wartet, ich weiß nicht, wie viel, wartet schnell, ich glaube, ja, so, schaut, Leute, soll ich es da oder dahin machen? Ich glaube, damals so, und dann, ich weiß nicht, wie es dann verlegen soll, denn ich kann es ja nicht so rüber. Da brauche ich jetzt meinen Verteiler noch. Ja, Leute, und das war's es mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da, denke ich mich sehr drüber freuen. Und, weil die, ich glaube, bei dem Gamingzimmer-Fahrplan, wie es ausschaut im Gamingzimmer, das wollen auch sehr viele von euch sehen. Aber wie gesagt, ja, ich freue mich echt. Und danke schon für die 112 Abonnenten. Ja, für die 112 Abonnenten. Ja, und, ist das keiner mehr da? Komisch. Ja, Leute, und das war's mit dem Video. In dem Video lasse ich wieder zwei Leute grüßen. Und bis gleich. Dann lasse ich die zwei Leute grüßen. Schöne Grüße an Tom und Sebastian Steinbauer. Beim Glocke aktiviert. Danke dafür. Wenn ihr von mir auch gehört wollt, müsst ihr nur das tun, was ich jetzt sage, wie immer in jedem Video. Wenn es euch gefallen hat, schaut einfach in die Kommentare, Hashtag Glocke aktiv, vielleicht wird es mir nicht mehr aufgegrüßt, viel Glück. Und schaut unten in die Kommentare, Hashtag Glocke aktiv, dass ihr einfach gesehen habt, dass ihr mich abonniert habt und das Glöckchen aktiviert habt. War mir ein Auge juckt. Vergisst mich nicht, kostenlos zu abonnieren und immer auf das Glöckchen drückt, dass ihr keine Nachricht, kein Video mehr verpasst und seid so einen neuesten Stand und geil aus Herz. Und Leute, euch heiße auf Instagram itdaniel25, folgt mir doch bitte, ganz wichtig, Leute. Und weil da poste ich auch wieder bald Bilder, als länger Zeit nicht. Und ja, Leute, ich wollte euch nur sagen, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da. Und morgen nach Amstetten nehme ich euch mit. Da mache ich so 1 Minute dort, ich weiß wie viele Minuten, so höchstens 2-3 Minuten, wenn ich dort bin oder so, ein bisschen mehr. Da mache ich durchaus genau filmen und wenn wir rausgehen, zeige ich euch die LED-Ketten. Nein, ich darf sie euch nicht zeigen. Ich zeige es euch nicht, wenn erst das ganze Zimmer fertig ist. Dann zeige ich euch alles, wenn es fertig aufgebaut ist. Bis zum nächsten Video. Haut rein und Peace.